Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Am 6. Mai in der Swiss Life Hall Hannover. Ladies and Gentlemen, 3x5 Minuten ausgemachte Distanz. Wir haben Catchweight im Federgewicht. Jay hat die Augen drauf, Unified Rules, das Regelwerk. Viel Spaß, gucken Sie den Könnern bei der Arbeit zu. Aljamilochirov und Rahman Magomedschapiev. Aljamin gegen Rahman. Erste Seconds Runde. Out, Betreuer aus dem Ring, Seconds Out. Ring frei, Runde 1, First Round. Und auch hier verspreche ich mir einen Kampf, wo beide nicht lange warten werden. Die werden nicht lang taktieren, die werden direkt einsteigen. Beides Kämpfer mit Vorwärtsdrang, die marschieren. Und beide versuchen es erst einmal im Stand. Oh, das sieht jetzt schöner Low-Kick, sah jetzt ganz ruhig, ganz abwartend aus, ja. So fast voreinander, so ein bisschen verharrt. Tasten, doch etwas abtasten. Tasten sie doch ein bisschen. Ja, ja, da ist, glaube ich, der Respekt voreinander und das Wissen und das Können, das der jeweilige Gegner mitbringt, auch schon groß. Ja, beide wollten mit hohem Tempo starten, haben aber doch gemerkt, Moment mal. Und jetzt hat sich Aljamin das Bein geschnappt. Rahman hat sich da so auch ein bisschen plumpsen lassen. Ja, versucht es hier mit Upkicks. Oh, ja, doch die langen Beine dafür. Die schwingen aber ganz gefährlich ran. Der war drin. Die Rechte hat gesessen. Jetzt ist er gleich in der Rückenposition. Immer die Gefahr, wenn du aufstehst, dass du da natürlich direkt in die Hand oder in den Kick reinläufst. Aber Rahman scheint wieder voll da zu sein. Okhirov jetzt in der... Macht's auf jeden Fall ruhig. Oberposition. Und auch Okhirov versucht nicht hier auf Teufel komm raus dann zu passieren, sondern arbeitet langsam an der Situation, an der Verbesserung seiner Position. Sind beides erfahrene Bodenkämpfer, die schon lange Praxis haben im Grappling, im Ringen. Ja, und das könnte jetzt eben die zähe Geschichte werden. Jetzt könnte sein, dass sich dabei das sehr neutralisieren. Und dann muss auch das Publikum immer schauen, das sind dann wirklich diese Kleinigkeiten, diese minimalen Verschiebungen der Körperposition, die dann den Ausschlag geben können. So. Ach Mann, ja, hat sich versucht wegzuschieben und jetzt ist aber Aljamin in die Side Position. Ja, noch beide sehr ruhig, sehr taktiert. Okhirov versucht, die bessere Position zu finden. Drückt da einfach. So ein ganz probates Mittel. Oh, das hat er sehr gut gemacht. Übergestiegen. Gefährliche Situation. Jetzt ja, gemacht. Rahman 1 dreht den Rücken hin. Das dürfte sich jetzt abzeichnen, dass das vielleicht sogar schon dem Ende entgegengeht, weil Ayman bleibt oben, versucht ihn auszustrecken. Beine sitzen perfekt drin. Und jetzt hat er den Griff. Noch nicht unter das Kinn platziert. Jetzt ist es vorbei. Da war's. Es war nur eine Frage von Sekunden noch, bis er dann so richtig unter das Kinn gerutscht ist. Ja, und wir hatten ja am heutigen Abend schon einmal die Situation, beziehungsweise häufiger die Situation. Und die erfahrenen Zuschauer wissen, wenn du den Rücken hergibst, dann ist es eine ganz gefährliche Situation. Und da versucht natürlich der, der dir im Rücken klebt, den Würgegriff anzusetzen, den Rear Naked Choke, der Klassiker bei den Würgegriffen. Und er führt dann auch sehr schnell zum Erfolg. Und hier hat man aber auch wieder gesehen, wie technisch gut auch die jungen Kämpfer schon sind. Ja, vor allem hier, er hat dann diesen kleinen Moment jetzt gleich genutzt, dass das Bein rüberbringt. Schnell rübergestiegen, hat erkannt, der Gegner passt gerade in dem Moment nicht auf. Und hat sich dann in diese bessere Position gebracht. Ayman auf Hirov. Ja, die Verteidigung, wenn du deinen Gegner im Rücken hast, ist wahnsinnig schwer. Auch für erfahrene Kämpfer, auch bei den Top-Profis sieht man immer wieder. Sie ist nicht unmöglich, aber es ist halt schwierig, weil du die ganze Zeit natürlich die Gefahr hast, du kannst mit Schlägen eingedeckt werden. Du musst gucken, dass kein Griff kommt, ja, der sich sofort um Kopf oder Hals windet.
und du hast halt null Blickkontakt. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, geben Sie einen Applaus für zwei wirklich große Kämpfer. Ali Aminokhirov, Rachman Magam Shapiev. Vielen Dank für den Kampf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das offizielle Urteil. Der Kampf endete nach 3 Minuten 9 Sekunden bei Tapout. Grund dafür waren Rear Naked Choke und seine Kerbe in den Colt schnitzt Ali Aminokhirov. Die Kerbe. Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Jetzt sofort Sitzplatz auswählen und ausdrucken.